Willkommen, verehrte Damen und Herren, zu unserem Sonntagabendprogramm. In FS1 bieten wir Ihnen zunächst Autobiografisches von und mit Bernhard Wicki. In der Reihe Ich über mich erzählt der aus St. Pölten stammende, weltberühmte Schauspieler und Regisseur über sein Leben und Werk. Für seinen letzten Film, Das Spinnennetz, ist Wicki erst kürzlich mit dem Deutschen Bundesfilmpreis ausgezeichnet worden. Die Stimme des Islam klingt um 21.15 Uhr. Und um 21.20 Uhr gibt es etwas Besonderes für alle Ballettfreunde. Das London Festival Ballet tanzt für Sie Schwanensee, nach der Musik von Peter Ilitsch Tschaikowski. Die herausragenden Solisten sind Evelyn Hart als Odette Odile und Peter Schaufuß als Prinz Siegfried. Mit Musik geht es weiter. Um 23.15 Uhr bieten wir Ihnen den zweiten und letzten Teil des Konzertes zum 75. Geburtstag von Raphael Kubelik. Auf dem Programm stehen Werke von Dvorak und Schubert. Sir Colin Davies dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Um 0.10 Uhr meldet sich noch der Sport mit Berichten vom Golf British Open aus St. Andrews. Ein Tatort-Krimi, der bereits im Kino Furore gemacht hat, eröffnet das Hauptabendprogramm in FS2. Sabu mit Götz George in seiner Paraderolle als Kommissar Schimanski. Die schöne Frau an der Seite des harten Mannes ist diesmal die Österreicherin Claudia Messner. Für jeden etwas verspricht die vorläufig letzte Folge der erotischen Serie Rose um 22.05 Uhr. Mit Heiterkeiten, Lustbarkeiten geht es um 22.35 Uhr auch im ORF-Kino weiter. Schüler lieben hübsche Hasen ist der Titel dieser frivolen italienischen Komödie. Damen und Diamanten beschäftigen dann noch um Mitternacht Privatdetektiv Mike Hammer. Meine Damen und Herren, in Kürze aber haben Sie die Wahl zwischen Ich über mich mit Bernhard Wicki in FS1 und einem Tatort-Krimi mit Götz George in FS2. Milka Cookieland und alle kommen wie gerufen. Was macht diese neuen Schokoladekekse so begehrenswert? Die zarte Milka Alpenmilchschokolade. Tja, Milka Cookieland.